Hallo, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Und Tobi, hast du es geschafft, das Raumschiff zu das Luft... Tobi? Ja, perfekt. Tobi ist dann... Was? Hast du es geschafft? Hast du es überlebt? Ja. Im Wasser zu landen? Ja. Oh, Tobi, die Gitter sind fertig, wie ich sehe. Hast du davon welche angefertigt? Kann ich ja, die schon mal einsetzen? Natürlich. Leute, ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt nämlich erstmal an, gemeinsam hier das wunderschöne Falltürenkonzept hier. Wie bist du reingekommen? Ach, du bist unten reingekommen. Okay, alles klar. Unten ist, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Tobi, pass mal auf. Geh mir mal ganz kurz die Gitter, dann setze ich die schon mal ein. Und dann kannst du schon mal quasi die Treppe drin weiterbauen. Sehr schön. Wie viele sind das? Das sind limitiert, mehr kriegen wir nicht. Ja, das kriegen wir schnell. Tobi, wir dürfen niemals zusammen hier drüber gehen, Alter. Das ist so gefährlich, Junge. Das ist so gefährlich. Oh, okay, Leute, schaut euch das mal an. Aus diesen Dingern, ja, aus diesen Dingern auszubrechen. Komplett. Wir sind noch nicht fertig. Warum? Da fehlt jetzt... Unfertigen Tobi? Geben. Das ist jetzt... Ja. Hast du fertige? Ich habe aber... Natürlich habe ich die fertigen. Gut, aber dann gib mal her, dann wieder raus. Genau, dann mach das mal bitte. Ich habe jetzt gar keine tatsächlich bekommen. Sind das jetzt die fertigen? Warte. Ja. Ja, das sieht fertig aus. Genau, Leute, dann setzen wir die nämlich mal ganz was ein. Und dann kann ich euch mal zeigen, wie unglaublich sicher das Ding ist. Schaut euch das mal an, Leute. Wenn diese Gitter drin sind, ja, wie zum Teufel will man hier bitte ausbrechen? Ist einfach komplett unmöglich. Und genau das ist ja das, was wir erreichen wollten hier an dieser Stelle. So, passt mal auf. Also man kann sogar mit der schnellsten Spitzhacke und allem drum und dran, ist es quasi hier einfach nicht möglich, hier rauszukommen. Und glaubt mir, Leute, Patrick wird irgendwann hier drin sitzen und dann können wir ihn endlich zur Ruhe stellen. Dann haben wir endlich Ruhe in der Stadt. Stellt euch das mal vor, Leute. Boah, Alter, Tobi, aus dieser Zelle auszubrechen. Unmöglich. Unmöglich, Leute. Ich wiederhole es gerne. So, Tobi, alles gut? Ich bin gerade einfach in den Zeppelin eingestiegen. Luftschiff fliegt. Ja gut, dann versuchen wir da zu landen, Leute. Ich würde sagen, wir gehen nämlich jetzt mal ganz kurz hier runter, denn ich habe schon ein wenig weiter eine Treppe gebaut. Ich habe mir nämlich noch ein paar Cobblestone-Slabs. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz hier hin und bauen weiter an dieser wunderschönen Treppe, die Tobi hier schon mal begonnen hat. Denn, meine Freunde, wir haben ja gesagt, dass wir da unten eine kleine Hinrichtungsfalte hinbauen möchten. Ich habe auch schon mal angefangen, das Ganze soweit auszubauen, dass da auf jeden Fall... oh Gott, wo kommt der Boy hierher? Hallo? Wir müssen hier auf jeden Fall alles nochmal richtig ausleuchten, Tobi, weil hier spawnen ein paar Spooky Boys. Und die wollen wir möglicherweise, ja, die wollen wir natürlich möglicherweise hier nicht drin haben. So, passt mal auf, Leute. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier, bis wir unten sind, quasi mit der Treppe nach runter. Und dann können wir nämlich von dort aus uns direkt an den Bau der Falltür machen, Leute. Und dann haben wir auf jeden Fall ein weiteres Abschreckungsmerkmal. Wie gesagt, den Verbrechern, die sich jetzt hier dem Kartell der Mafia, was auch immer diese Organisation darstellen soll, angeschlossen haben, meine Freunde. Die kriegen entweder die Falltür oder dann letztendlich die lebenslange Zelle. Wobei, ich glaube, die lebenslange Zelle irgendwo, ich weiß nicht, ich fände es irgendwie ein Stück weit verdienter, oder Tobi? Ja, auf jeden Fall. Also meine, wir haben sie ein bisschen leiden lassen vielleicht. Wir haben auf jeden Fall immer noch diesen Stuhl da vorne, den können wir auch noch benutzen. Aber ich glaube, dass diese Falltür natürlich hier maximal als Abschreckung dienen sollte. Vielleicht werden wir den einen oder anderen da mal runterfallen lassen, Leute. Aber wir sind ja letztendlich eine friedlebende Stadt, die so etwas eigentlich verhindern möchte. Nur, ihr habt ja mitbekommen, was die Mafia für einen Terror über die Stadt und uns gebracht hat. Und aus diesen Gründen, Leute, tut mir leid, da muss man auch einfach mal hart bleiben, so wie sie es auch sind. Und da einfach mal agieren. So, passt mal auf, ich guck mal ganz kurz, ob ich das hier alles so gefixt bekomme, dass das auch wieder ordentlich aussieht. Das hat man nicht gesehen. Danke dafür, Tobi. So. Gerne, gerne. Und ich würde sagen, wir sind gleich schon unten angekommen. Dann können wir nämlich jetzt schon hingehen und die Falltürkonstruktion bauen. Ich wollte nämlich ganz kurz den Falltürenschacht hier, Tobi, wenn du eventuell gestatten würdest, mit Obsidian nochmal ausstatten. Nicht, dass da irgendwie noch irgendwelche waghalsigen Rettungsmanöver oder sowas stattfinden. Nee, Leute. Gute Idee. Kommt natürlich noch eine Falltür hin, eine Plattform, wo die Ganoven dann drauffallen, Leute. Und dann haben wir das auf jeden Fall alles soweit fertig. So, passt mal auf. Wir müssen jetzt gucken, dass ich hier den Propeller nicht zu sehr ankratze, denn wir wollen natürlich hier nicht das ganze Gleichgewicht der Insel auseinanderbringen. Aber das sieht auf jeden Fall so schon mal richtig, richtig schön aus. Und vor allen Dingen, Leute, auch hier wieder, da kann keiner raus, da kann keiner rein. Und genau das ist ja unser Ziel gewesen. So, schaut mal her. Na gut, das Problem ist jetzt, Tobi, warte mal ganz kurz, dass wir jetzt hier nicht tief genug gegangen sind. Warte mal, ich mache mal ganz kurz Folgendes. Oh Gott, ihr seht schon, Leute, wie tief das hier runtergeht. Das ist ziemlich krass. Aber wie gesagt, es muss natürlich auch irgendwo abschreckend sein. Und dann kannst du nämlich gleich schon mit mir anfangen, oben die Pistenkonstruktion zu machen. Hast du noch ein paar Obsidian für mich, Digi? Denn ich habe nicht mehr so viel. Das wäre ganz nett. Dankeschön. Yes, perfekt. Sehr schön. Ich kann sie nicht aufnehmen. Warum nicht? Hallo? Mr. Obsidian? Can I have you, please? Ah, da sind sie. Sehr schön. Jetzt hat es geklappt. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie scheint es ja gerade ein bisschen zu hängen. So. Schaut euch das mal an, Leute. Ich glaube, dass wir das so auf jeden Fall machen können. Es gibt auch keine Möglichkeit, hier irgendwie auf die Propeller drauf zu kommen. Man fällt straight up runter. Und ihr seht schon, dass da schon ein Stück weit Insel ist. Und wir werden diese Insel einfach noch so weit erweitern, dass es quasi keine Möglichkeit gibt, auf Land zu landen, sondern höchstens auf unserer dafür vorgesehenen Plattform, die wir natürlich dann da unten schon fertig haben. So, Tobi, jetzt ist die Frage, wie kriege ich das hier warte, weg? Warte, ich kann kommst du versuchen. Da, kommst du da dran? Mm-hmm. Ah, du willst mit dem Stab dann? Ja. Okay, versuch es. Oh, hast du es geschafft? Der Block ist noch nicht abgebaut, jetzt ist er weg. Tobi! Tobi! Lande auf dem... Oh. Tobi? Alles ich bin hier wieder. Gut, ja, perfekt. Gut. Das hat
dann nicht aber, so funktioniert. Aber wieso war der Block auf einmal ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, woran es lag, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Ist ja auch egal. So Leute, schaut mal her, wir bauen hier ganz normal die Redstone Contraption dahinter. Das ist, wie gesagt, echt easy gemacht und das geht relativ schnell. Schaut euch das mal an. Wir spannen jetzt quasi hinter die Pistons einfach ganz kurz hier die Repeater und dann stellt man sich als Verbrecher oben drauf. Man kann seine letzten Worte reden und dann fällt man auch schon in den ewigen Abgrund da, wo man dann letztendlich als Schwerverbrecher wie Patrick und Kollegen es dann letztendlich sind, auch gehört. So, pass mal auf. Ich würde sagen, wir verbinden das hier alles nochmal richtig. 1, 2, 3. Oh nein, mir fehlt genau ein Redstone. Tobias, bitte hilf, bitte. Mein bitte. Kopf wie gecrashed. Autsch, autsch, autsch. Oh Gott, autsch. Okay, Leute, dann warten wir ganz kurz, bis Tobi wieder da ist. Ich würde sagen, wir machen das tatsächlich so, dass wir... Ah, warte mal. Wir können das ja auch wirklich über so einen Glaskäfig machen letztendlich, dass die Leute halt quasi in so einem kleinen Glasgehege stehen und dann von da aus runterfallen. Das wäre natürlich ganz schön. Da kann man nämlich noch Zuschauer dazu packen. Ist irgendwo ein bisschen krank, aber Leute, wie gesagt, das ist hier gang und gäbe und es soll natürlich eins tun, nämlich abschrecken. Dass sich keine Leute mehr der Mafia und sonstigen Organisationen anschließen, sondern einfach als friedliche Stadtbürger im Einklang mit uns endlich zusammenleben. Das wäre natürlich hier das Ziel und das wollen wir natürlich auch mit solchen Maßnahmen hier erreichen. So, passt mal auf. Ich kann ja mal was hingehen und euch zeigen, wie das dann aussehen würde. Wenn Tobi gleich wieder da ist, dann können wir das Ganze auch fertig bauen, denn der hat die restlichen Baumaterialien. Und dann, meine Freunde, würde ich sagen, gehen wir gleich direkt mal runter und bauen dann quasi schon die große Plattform, die dafür noch in Frage käme. Können dann einfach über die Schaltung quasi hinweg bauen. Oh Gott, Leute, ich freue mich da so drauf. Ich freue mich wirklich darauf. Es klingt krank, aber ich freue mich wirklich darauf, wenn Patrick irgendwann auf dieser Plattform steht. Oder noch schöner wäre es eigentlich, wenn Patrick wirklich in dieser ewigen Zelle sitzt und dann nie wieder rauskommt. Was denkt ihr, Leute? Was denkt ihr bitte, was in der Stadt dann los wäre? Wir hätten unsere Ruhe. Wir hätten endlich mal in der Stadt Ruhe. Wie schön wäre das bitte, Leute? Wie schön wäre es bitte, in der Stadt Ruhe zu haben. Ist doch einfach nur schön, oder? Ist eine ziemlich, ziemlich schöne Vorstellung, meiner Meinung nach. So, pass mal auf. Sehr schön, Tobi. Das hast du sehr gut gemacht. Glas brauchst auch du, Glas, ja. Normales richtig. Glas. Am besten das Weiße, wenn du davon noch was hast, von meinem Haus. Das wäre gar nicht verkehrt. Ach, meinst du die Glasscheiben oder das die weiß gefärbte, die Blöcke tatsächlich, die Blöcke. Das soll natürlich schon... Die Blöcke? Warte, ich füge die mal kurz zusammen. Hier, bitteschön. Ich brauche das auf jeden Fall nicht hier, das Ganze behalten, Alter. So, ich würde sagen, wir packen das mal hier runter. So, wir können natürlich auch, das Problem ist, eigentlich sollten wir gucken, dass wir vielleicht sogar Hochsicherheitsglas oder sowas bekommen. Das wäre natürlich ganz schön. Ich kann es nur gerade, hallo? Ach, da, es scheint gerade wirklich zu hängen hier, Leute. Das passiert natürlich zwischendurch bei so einer großen Baustelle, wie wir das hier haben. So, schau mal her, Tobi. Ich würde sagen, wir machen es dann tatsächlich so, dass wir die Verbrecher einfach von oben hier reinlassen, ne? Dass wir die quasi von hier oben hier rein stülpen in das Ding und die fallen dann runter unten auf die Plattform, die wir jetzt gleich noch bauen werden. Wo willst du den Hebel haben? Den Hebel würde ich dann... neben der Scheibe, oder? Genau, richtig irgendwie, dass wir den auf jeden Fall hier sicher haben, dass da kein anderer irgendwie dran rumfummelt oder sowas. Und dann können wir nämlich hier auch, wie gesagt, unsere Zuschauer hinsetzen, Leute. Ah, Gott, schaut euch das an, schaut euch das an. Dieses Ding, Leute, dieses Ding, das ist die Lösung aller unserer Probleme. Stellt euch mal, ich kann es gar nicht in Worte fassen, ich bin so dermaßen glücklich, Leute, über die Tatsache, dass wir eventuell endlich einen Weg gefunden haben, die Mafia komplett auszuschalten. Stellt euch mal vor, Leute, hier steht Petro drauf und auf Wiedersehen heißt es dann, wenn das Ganze dann funktioniert, ist das schon alles verbunden, Tobi? Gleich, Moment. Mhm, okay, wir warten ganz kurz, Hast du den Hebel schon angemacht? Ja, warte mal, ich ziehe nochmal ganz kurz zurück. Ah, hier, Leute, schaut mal her. Und dann heißt es auf Wiedersehen. Warte, eine funktioniert noch nicht, oder? Ich weiß nicht warum. Warum ist es das? Wegen dem Repeater hängt wahrscheinlich. Gerade hier alles ein bisschen, ja, irgendwie scheint es gerade ein wenig zu hängen, Leute, aber das ist kein Problem. Das kriegen wir auf jeden Fall ausgemerzt. Das Grundprinzip ist ja, glaube ich, verständlich, ne? So, hast du nochmal ein Obsidian, dass wir das hier symmetrisch hinbekommen, Tobi? Man könnte sich nämlich hier von mir ist die ganzen anderen Ganoven hinstellen, die letzten Angehörigen von Petrit. Also ich beziehe das jetzt hier alles auf Petrit, Leute, weil Petrit wird der Erste sein, der an unserer neuen Art der Justizvollzuganstalt hier teilnehmen darf und dementsprechend ist das hier alles sehr Patriot-konform und Patriot-gerecht ausgebaut. Aber das ist ja auch unser Ziel irgendwie, zu erwirken, dass dieser Kerl endlich mal wieder resozialisiert wird und Teil der Gesellschaft wird. So, dann können sich nämlich hier die ganzen Kollegen von ihm hinstellen und zusehen, wie ihr wunderschöner Mafia-Anführer in den Abgrund fällt. Ah, Leute, krasses Gefühl, einfach krasses Gefühl. So, pass mal auf, ich würde sagen, wir machen einmal noch den hier. Da muss da noch einmal ein Obsidian hin, Tobi. Ja. Dass das soweit dann passt. So, Leute, schaut euch das mal an. Und jetzt ist hier diese bitterböse Falltür. Und dann heißt es auf Wiedersehen, lieber Mafia-Boss. Zack, dann ziehen wir hier in diesem Hebel. Und dann heißt es Tschüss. Stellt euch das vor, Leute. Stellt euch das vor. Pass mal auf, Tobi. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz nach unten. Jetzt müssen wir beide nämlich mal beweisen, dass es auch möglich ist, daneben zu landen. Aber spätestens, wenn wir dann die Plattform gebaut haben, sollte das easy sein. Pass mal auf, ich ziehe mal ganz kurz an dem Hebel, Tobi. Ist offen? Ist offen gerade? Ist offen, ja. Dann würde ich sagen, springen wir zwar mal ganz kurz nach unten und bauen dann den Rest an die Plattform. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen ins Wasser da unten. Natürlich schaffen wir das ins Wasser, Tobi. Guck hier, easy, Alter. Guck mich an, Junge. Schau mich an. Wow. Sehr schön, ja, sehr schön. So, Leute, schaut euch das an. Dieses Himmelsloch genau aus der Mitte des Propellers heraus. Nicht schlecht.
nicht Tobi. Ich brauche wieder ein wenig Obsidian, damit wir die Plattform hinsetzen können. Wir müssen nur aufpassen, dass hier nicht irgendwelche Monster spawnen. Ja, genau. Oh Gott, hier spawnen eine Menge Monster. Tobi, wir brauchen auf jeden Fall eventuell die Möglichkeit, hier mit Fackeln auszuleuchten. Pass mal auf, wenn du mir ein wenig Obsidian geben würdest und hier Fackeln aufstellst, dann können wir uns nämlich hier auch keine Sorgen, müssen uns keine Sorgen mehr machen um die Monster. So Leute, und dann ist diese Plattform gebaut und dann kann derjenige da runterfallen, wie er will. Es wird auf jeden Fall glatt laufen und ich freue mich so sehr darüber, Leute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön die Befriedigung sein wird, wenn wir den ersten von diesen Dreckskerlen endlich da über die Kante jagen, über die Planke, wie auch immer, Leute. Einfach nur schön, einfach nur schön. Ich weiß, dass viele Leute jetzt vielleicht sagen, aber Revi, das ist komplett falsch und du darfst als Bürgermeister so nicht agieren. Ich gebe euch da komplett recht, Leute, aber wie gesagt, stellt euch bitte vor oder haltet euch in Erinnerung, was die uns alles angetan haben. Und ich glaube, dass diese Menschen es einfach nicht anders verdient haben. Man muss jetzt einfach mal mit der gleichen Härte vorgehen, wie die es auch tun. Und wie gesagt, wir werden das ganze Wasser hier unten nochmal mit Haien besetzen. Das heißt, Leute, wenn sie versuchen, hier runter zu schwimmen, sollen sie doch machen, dann kommen auf jeden Fall die Haie und zerlegen ihre Kadaver in Nu. So Leute, ich würde sagen, wir bauen mal ganz kurz hier die Plattform aus und dann ist quasi unsere nächste Bestrafung schon fertig, nämlich die große Falltür. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, können wir uns quasi dann schon eventuell Gedanken machen über den ganzen Gefängnisaufbau bzw. den Festungsaufbau. Dann fangen wir nämlich offscreen schon mal ein bisschen an, die große Gefängnisanlage zu bauen, Leute, den Zellentrakt für die normalen Gefangenen zu machen und unsere Hochsicherheitszelle, die steht ja soweit. Dann bauen wir nämlich noch die Brücke und den Zugang des Ganzen, sodass wir dann quasi in der nächsten Folge schon anfangen können, die große Gefängnisanlage fertigzustellen. Leute, ich würde sagen, das war's von dieser wunderschönen Folge von Minecraft Empire. Wenn es euch gefallen hat, smasht auf jeden Fall den Daumen nach oben. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir dabei. Und jetzt, Leute, es geht voran, es geht voran. Wir haben es bald endlich hinter uns. Irgendwann werden wir sie fassen und dann werden wir sie endlich festnehmen. Leute, schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei. Schaut auf jeden Fall in der Playlist von Empire vorbei, wenn ihr die anderen Folgen noch nicht kennt. Und das war's von dieser wunderschönen Folge. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao!